Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 28. April und es geht heute wieder um die Wiederherstellung der Infrastruktur auf La Palma nach der Eruption. Also hauptsächlich das Allerwichtigste hier im Moment ist immer noch die Straße über den Lavastrom von La Laguna nach Las Norias und umgekehrt. Denn das ist ja jetzt die wichtigste und einzigste eigentlich auch Verbindungsstraße, um den Süden wieder mit dem Norden zu verbinden. Und bei La Laguna, da tut sich jetzt auch einiges. Da wird viel aufgemacht, auch für den Wiederaufbau von Häusern und die Anbindung vom östlichen La Laguna zum westlichen. Bei der Zeitung El Time konnte man dieses Foto hier sehen und da sieht man deutlich, am Kreisel wurde bereits asphaltiert die Straße. Das ist auch möglich, weil dort die Lava bis unten hin aufgemacht wurde. Anders als jetzt hier, wenn man in den Lavastrom reinfährt bei Las Norias, da ist anfangs auch alles ganz flach aufgemacht worden. Doch je weiter man reinfährt in den Lavastrom, umso höher wird es auch. Also das heißt, man fährt dann nicht mehr durch den Lavastrom, sondern auf dem Lavastrom. Hier sieht man auch schön links die Kabelkanäle für die Ringleitungen, die hier jetzt gelegt werden für den Strom. Und die lassen sich hier nicht unter der Erde verlegen, weil es noch zu warm ist. Denn hier geht es auf der Lava entlang. Das heißt, der Untergrund ist noch sehr warm und deswegen ist auch eine Asphaltierung hier noch nicht möglich. Hier nähern wir uns jetzt schon dem Kreisel mit dem Kunstwerk, was man schon seit längerer Zeit begutachten kann. Das werde ich nochmal von Nahem zeigen. Da sind auch so Schlüssel dran. Ich weiß nicht genau, was es bedeuten soll. Das muss man sich nochmal von Nahem angucken. Aber das ist während der Bauarbeiten hier nicht möglich, sich dorthin zu begeben. Hier steht noch das Haus, das von hinten sehr stark beschädigt wurde. Ich weiß nicht, wie das weitergeht mit diesem Haus, ob man das reparieren kann oder ob es genauso wie die ganzen Häuser, die hier unten standen, abgerissen wird. Denn hier ist schon die asphaltierte Straße auch zu sehen. Das will ich mir jetzt nochmal genauer anschauen. Ja, das ist dieses Haus jetzt von vorne, das hinten so stark beschädigt wurde. Hier bei La Laguna, da geht es in den Lavastrom rein und dort ist die neue asphaltierte Straße. Und das sah ja vor ein paar Monaten noch so aus. Da stand auch das Gebäude von der Caixa Bank noch und auch die anderen Gebäude, aber hier der Camino Cruz-Chica, der war schon aufgemacht. Und so hat es mal ausgesehen. Da ging es rein, die dieser Tankstelle, die war ja ganz bekannt, das rosa Gebäude von der Caixa. Und so soll es jetzt sein. Die orangene Strecke, die sind wir rumgefahren vorhin. Also da geht jetzt der Weg und die rote wird wohl die neue Straßenführung sein, so wie früher auch. Und da stand ja auch die dieser Tankstelle. Also so soll wohl die Straßenführung zukünftig sein. Und hier sind auch schon einige Baugenehmigungen wohl vergeben worden für neue Häuser, also für die Menschen, die dort auch vorher ihre Häuser stehen hatten, dass sie die wieder in derselben Größe aufbauen können. Denn auch hier wurde die Lava bis unten hin entfernt, weshalb auch eine Asphaltierung hier möglich ist.